Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Bus und Bahn 1990. Und da es hier regnet, bin ich hier quasi gefangen mit einem Fahrrad und kann ich jetzt nicht weiterfahren und muss hier Pause machen. Und diese Gelegenheit nutze ich jetzt für ein Video. Und da kommt schon ein Bus. Ganz vorhin kam noch ein Bus in Richtung Mörsischer Hof. Also der Bus hat mich gesehen und sich gefragt, will er jetzt einsteigen oder nicht? Also ich will nicht einsteigen. Da die Fahrradmitnahme in den Bussen sehr teuer ist für auf Kurstrecken. Wie zum Beispiel, ich will jetzt zum Busbahnhof fahren, zum Beispiel hoch. Das würde dann für mich, für das Fahrrad, wie teuer, 63 mittlerweile. Ich habe mir gerade überlegt, ob das wirklich teuer das Fahrrad denn kostet für diese große Strecke. Das heißt, ein Fahrrad kostet mehr als eine Person auf der Strecke. Das wäre eine Preisstufe A1, A2, das wären 2,80 € für einen Erwachsenen und 1,70 € für ein Kind. Und zusätzlich für Fahrradmitnahme kostet 3,60 €. Einzelfahrt oder alternativ das Tagesticket für 5 €. Das ist wirklich happig, ehrlich gesagt. Das ist wirklich, bin ich also wirklich happig. Aber als erstes von mir Professor hat keine Brücke nutzen. Und hier steht auch Duisburg, statt mit der Hauptbahnhof ab Aspersfüß. Wir sind hier ab Springhausen, Haltestelle, Großstraße. Das wäre hier und wir stehen jetzt hier oben. So, wir fuhren mal die Linie, wäre erst von hier aus. Habe ich mal gehört. Oder war das von Alessandra? Ich meine von der Andreasstraße. Andreasstraße meine ich. Und hier war es halt so einfach da, dass wir hier in Richtung Mörs gehen. Auf der anderen Seite stehen bestimmt die Duisburger Aushänge. Mit dem Wagen 221 und 223 oder so. Aber ich bin ja wirklich happig. Zum Beispiel hier im RMV-Gebiet kostet das nämlich gar nichts, die Fahrradmitnahme. Und in Köln kostet die Fahrradmitnahme 3 € oder so. Aber hier bei uns hier im VRR 3,60 €. Auch mit dem Handy konnte dasselbe. Finde ich wirklich happig. Das ist der Corona-Fahrer, wenn wir noch einen Kampfen. Und jetzt zum zweiten Teil. Und das ist, diese Haltestelle ist hier die Tarifgrenze zwischen Mörs und Duisburg, ehrlich gesagt. Denn bis zur Haltestelle S vom Bahn gilt den Mörsensicher gültig und die Duisburger gilt die Duisburger Haltestelle der Andreasstraße gültig auf der Linie 921. Jeweils aus Richtung Mörs oder aus Richtung Duisburg. Und die Preise von A1 und A2 sind leicht gestellt, zumindest hier im Bartarif. Bartarif heißt nicht, dass die Stick aussieht mit Ware bezahlen werden können, sondern auch mit Karte. Wenn der Händler, der Verkäufer überhaupt Karte haben, überhaupt akzeptiert. Mit Bartickets sind Tickets für Gegenhaltsfahrer gedacht. Zum Beispiel Einzeltickets, Vierertickets und so weiter. Das 24-Stunden-Ticket ist eine Mischung aus dem Junior-Ticket und aus einer Zeitfahrkarte, denn das, wenn man da will, dann darf man nicht 24 Stunden lang fahren, wir brauchen 24 Stunden. Und das 24-Stunden-Ticket ist quasi auch quasi ein Einzelticket, ist eine Mischung aus dem Einzelticket und aus dem 24-Stunden-Ticket. Aber geht nur in einem Tarifgebiet. Das heißt, entweder hier in diesem Fall, jetzt hier in der Wabe 22 oder in der Duisburg oder in Duisburg Tarifgebiet 33 und 34 oder 33 oder 34 meine ich. Oder war das schon 33? Ich meine schon 33. Ich bin aber echt nicht so sicher.
Und es regnet immer noch. Es regnet hier immer noch hier in Nordastberg. Alter. Ich habe es gedacht. Ich habe es gedacht, als ich die Regenbogen mir angeschaut habe. Und da habe ich schnell mal weiter geschaut und dann stand da der Regen, es regnet nur in Rumeln oder weiter in den Kapellen. Es sah sich nicht in meine Richtung. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, oh, das geht doch zu uns. Das ist bestimmt die zweite Wolke, die zweite Regenwolke aus zwischen Duisburg oder so. Und das war's auch schon wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Video.